Dieser angeschnittene Kontrit hat von hier bis hier eine Ausdehnung von ca. 20 cm. Sehr häufig kann man hier drin diese runden Objekte entdecken. Das sind alles die Chondren. Hierbei handelt es sich um einen gewöhnlichen Chondriten. Und in dem sind diese Chondren sehr häufig, oftmals mehr als 80 Volumenprozent. Die anderen Komponenten sind häufig so klein, dass es besser ist, die in Elektronenbildern anzuschauen. Zunächst nochmal eine Lichtmikroskopaufnahme eines gewöhnlichen Chondriten. Der Maßstab hier beträgt in etwa 500 Mikrometer. Es sind sehr viele verschiedene Chondren zu erkennen. Hier ist eine Chondre, hier ist eine Chondre relativ schön rund, hier nochmal eine Chondre in verschiedenen Größen, teilweise auch Fragmente, wie hier beispielsweise. Auch die Chondre hier hat hier vermutlich ist hier zerbrochen und stellt daher ein Fragment dar. Die Chondren sind zum einen also rundlich. Konkret übersetzt heißt Chondre, kommt aus dem griechischen Chondros, so etwas wie Knorpel. Und diese in etwa rundliche Form kann man an den verschiedenen Chondren hier sehr gut erkennen. Die Größe der Chondren beträgt in diesen gewöhnlichen Chondriten vielleicht so etwas wie 100 Mikrometer bis 1 Millimeter. Es sind häufig Fragmente dabei. Außerdem gibt es verschiedene Typen von Chondren. Hier zum Beispiel die Chondre hat einzelne Klasten, sehr große Klasten hier weiter unten. Die Chondre hat auch Klasten, allerdings sind die sehr viel kleiner. In der Chondre hier gibt es mehr Leisten. Hier gibt es sowas wie eine radialstrahlige Ausrichtung der einzelnen Minerale. Also verschiedene Typen von Chondren sind hier erkennbar. Zwischen den Chondren, also dieser ganze Bereich hier beispielsweise, oder auch der Bereich zwischen den Chondren hier überall, ist sehr feinkörniges Material, das nennt man Matrix. Und per Definition fasst man da meistens das Material drunter, das kleiner als 10 Mikrometer ist. Damit hat man schon mal die zwei Hauptkomponenten, denn Chondren haben eine Häufigkeit, wie eben schon gesagt, von bis zu mehr als 80 Volumenprozent. Und die Matrix hat sowas von vielleicht 10 bis 20 Volumenprozent in diesen gewöhnlichen Chondriten. Die Häufigkeiten sind anders in anderen Chondriten, wie wir gleich sehen werden. Jetzt aber ein Elektronenmikroskopbild oder Rasterelektronenmikroskopbild. Die werden dann auch BSE-Bilder genannt für Backscatter Electron Image. Und der Maßstab hier ist in etwa 1 cm. Hierbei handelt es sich jetzt um einen kohligen Chondriten. Und zwar genauer gesagt um Allende. Das ist ein sehr berühmter Meteorit. Der ist 1969 gefallen, im gleichen Jahr wie die Mondlandung. Und an dem werden sehr viele Untersuchungen durchgeführt. Erneut kann man hier die Chondren erkennen. Ich mache die mal wieder gelb. Das sind alles die Chondren hier. Die sind jetzt ein bisschen kleiner als in den gewöhnlichen Chondriten. Hier oftmals sehr rund. Was man auch sofort sehen kann, ist, dass es sehr viel weniger gibt. Dafür gibt es sehr viel mehr von der Matrix, die hier in diesem gesamten Bereich ist. Also diese Farbe ist die Matrix und gelb hier die Chondren. Was man auch noch bei den Chondren sieht, ist, dass es zum Teil diese helleren Chondren hier gibt und BSE-Bilder sind Z-Kontrastbilder, das heißt, je höher die Ordnungszahl eines Elements, desto heller erscheint es hier. Und diese Chondren hier sind sehr magnesiumreich, während die Chondre hier sehr eisenreich ist. Das ist ein anderer Typ von Chondre, beziehungsweise das Eisenreiche, durch dieses Eisenreiche wird es als ein anderer Typ definiert. Und deshalb erscheint die Chondre hier heller. Was hier jetzt natürlich auch noch heller erscheint,
sind diese ganz weißen Objekte hier und im Fall von Allende sind es Sulfide. In anderen Meteoriten, zum Beispiel CR-Chondriten, kommen sehr häufig Metalle vor. Diese Sulfide, dieses Sulfid hier ist in der Matrix, sind sehr groß, mehrere hundert Mikrometer, aber auch die Chondrien, wie hier zum Beispiel, haben auch Sulfide sehr fein versprenkelt in dieser Chondrie. Es können also Sulfide in der Matrix vorkommen, aber auch innerhalb der Chondrie vorkommen. Diese Chondrie hier hat jetzt sehr viele Sulfide, wobei diese Chondrie hier hat nur ein kleines Sulfidkorn hier. In dieser Chondrie gibt es ein paar mehr Sulfidkörner und hier oben links gibt es vielleicht auch wieder nur eins. Und diese Chondrien hier haben auch wieder sehr viele fein versprenkelte Sulfidkörner. Also das Auftreten dieser opaken Phasen, wozu Sulfide und Metalle gehören, Sulfid und Metall zusammen sind Opakphasen und deren Auftreten ist sehr unterschiedlich hier. Es gibt jetzt noch die vierte Komponente und das sind diese CAIs. Hier ist einer, hier ist noch einer. Die CAIs sind oftmals sehr unregelmäßig in ihrer äußeren Form. Ansonsten unterscheiden sie sich in ihrer Farbe im BSE-Bild kaum von den Chondrien. Die Häufigkeit der Chondrien liegt in diesen kohligen Chondriten bei sowas wie um die 40 Volumenprozent. Die Matrix hat auch ebenfalls sowas wie 40 Volumenprozent. Die CAIs haben eine Häufigkeit von vielleicht 1 bis 4 Volumenprozent und die Sulfide bzw. Metalle treten auf von vielleicht auch 0 bis sowas wie 5 oder auch manchmal vielleicht 10% in diesen kohligen Chondriten. Und noch ein zweites BSE-Bild, um ein bisschen die Bandbreite der verschiedenen Meteoritentypen aufzuzeigen. In dem Fall ist es ein CH-Chondrit und High stand für High Metal. Das kann man hier auch sofort sehen. Das ganze Weiße, wie gesagt, ist repräsentiert hauptsächlich Eisen, natürlich auch Nickel. Das Metall in Meteoriten ist Eisen-Nickel-Metall. Und in diesem hier gibt es sehr viel Metall. Vielleicht sowas wie bis zu 70 Volumenprozent Metall in diesen CH-Chondriten hier. Die Chondrien sehen teilweise ein bisschen anders aus. Also hier zum Beispiel eine Chondrie, die ist, nennt man kryptokristalline Chondrien, da keine einzelnen Minerale zu erkennen sind. Es gibt ja auch wie hier häufig Fragmente. Es gibt zum Teil sogar sowas wie Metallchondrien fast, also Objekte, die auch sehr rund sind, aber vollständig aus Metall bestehen. Und in diesen Meteoriten sieht man praktisch überhaupt keine Matrix. Die CAIs, wie dieser hier, sind auch rund und geschmolzen. Also nicht so wie die häufigen CAIs, die Kondensationssignaturen haben, sondern die wurden bei irgendeinem Prozess nochmal aufgeschmolzen und sind neu kristallisiert. Insgesamt gibt es hier aber auch sehr viele Chondrienfragmente, wie hier. Das ist jetzt mal eine Chondrie, die auch wieder einzelne Clusten innen drin hat, also nicht kryptokristallin ist. Und das ist eine andere Art von Meteoriten auftreten der verschiedenen Komponenten. Zusammengefasst treten folgende Komponenten in Meteoriten auf. Die beiden häufigsten sind Chondrien und Matrix. Ich gebe jetzt hier nur durchschnittliche Werte an. Die Chondrien haben eine Häufigkeit von vielleicht 20 bis 80 Volumenprozent, wobei in den gewöhnlichen Chondriten mehr Chondrien vorkommen als in den kohligen Chondriten. Von daher hat auch die Matrix eine Häufigkeit von ca. 20 bis 80 Volumenprozent, wobei die geringere Zahl mehr die kohligen Chondrite widerspiegelt. Es gibt aber auch Fälle, wie zum Beispiel die CI-Chondrite, in denen praktisch keine Chondrien vorkommen und die damit fast ausschließlich aus Matrix bestehen. Danach folgen die CAIs mit einer sehr viel geringeren Häufigkeit von ca. 0 bis 3 Volumenprozent, wobei das häufigste Vorkommen in den CV-Chondriten ist. Alle anderen Chondrite haben meistens 1% oder weniger CAIs. Und schließlich noch die Sulfide und das Metall, also gemeinsam die Opakphasen. Und die können sowas wie ein Auftreten von 0 bis vielleicht 10 Volumenprozent haben,
wobei es auch hier wiederum Ausnahmen gibt, wie in den CH-Chondriten, in denen bis zu 70 Volumenprozent Opakphasen vorkommen. Das sind also alles durchschnittliche, ungefähre Werte, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und die beiden hier oben sind also die häufigsten Komponenten und hier unten, das sind dann die beiden zweithäufigsten Komponenten. Es gibt also vier Hauptkomponenten in Meteoriten. Darüber hinaus gibt es noch einige weitere Komponenten, die sehr viel geringer sind, aber deshalb nicht unbedingt weniger wichtig. Eine Gruppe, die nicht so häufig genannt wird, allerdings doch relativ häufig ist, sind die AOAs, sogenannte Amoeboid Olivine Aggregates. Eigentlich können die bis zu 5 Volumenprozent haben und sind damit ähnlich häufig wie die CAIs. Wie gesagt, die werden noch nicht so häufig genannt wie die CAIs. Darüber hinaus gibt es präsolare Körner. Das ist eine sehr große und diverse und auch sehr wichtige Gruppe. Das ist alles Material, das aus dem interstellaren Material praktisch überlebt hat. Darunter sind Objekte, die aus Sternen kommen. Vielleicht haben die sich im interstellaren Medium gebildet. Im Detail weiß man manches sehr genau, anderes noch nicht so ganz genau. Präsolare Körner, deren Häufigkeit liegt im ppm-Bereich. Also wirklich nur sehr, sehr wenig. Dazu gehören organische Materialien auch. Diamanten können hier vorkommen. Wobei bei Diamanten nicht ganz klar ist, wo sie tatsächlich herkommen. Und dann gibt es sehr viele Sachen, sowas wie Siliziumkarbid, Titankarbid, Nitride und so weiter. Das ist eine ganze Flöte von Material. Und damit hat man eigentlich die Gesamtheit der Komponenten in Meteoriten erfasst.